Hallo zusammen, ich habe hier ein Tierarztpraxisfahrzeug mit einer Kühlbox von uns, eine B31P, die nicht funktioniert. Sie hat immer zu wenig Spannung. Das Fahrzeug ist neu, ist ein neuer Ford. Und früher war diese Einrichtung in einem anderen Fahrzeug montiert. Und das hat der Garagist jetzt umgebaut. Und das funktioniert nicht mehr. Im alten Fahrzeug war eine 95 AH Batterie drin. Und jetzt hat der Ford-Händler hier nur noch eine 52 AH Batterie eingebaut. Schöne Ford-Batterie, aber die ist mittlerweile tot. Dann hat er auch hier ein neues Ladegerät eingebaut. Wenn ich das Ladegerät einstecke, hier, fängt das nicht an zu laden, sondern ich muss hier den Lademodus jedes Mal einstellen. Und da hat der Doktor gesagt, das mache er gar nicht. Also wurde die Batterie in der Nacht nicht geladen. Das Ladegerät hier bringt etwa 3,5 Ampere. Das reicht nicht, um die Versorger hier, also die Geräte, die hier angeschlossen sind, zu speisen. Ich habe hier noch den Spermatherm, also den Samenheizer oder Samenkocher, sage ich dem einmal, und die Kühlbox. Ich muss hier ein stärkeres Ladegerät drin haben. Also entweder ein 10 oder 20 Ampere. Dann habe ich hier die alte Installation. Hier ist ein Relais drin, als Trennrelais funktionierend. Nur weil das jetzt momentan beim neuen Fahrzeug so eine intelligente Ladekennlinie ist, lädt das diese Batterie nicht mehr. Hier muss also, ich sag mal, ein Ladebooster rein. Hier machen wir jetzt so einen Ladebooster rein, 30 Ampere. Mit dem müssten wir die Batterie dann voll kriegen. Und dann wurde die Installation hier gelöst. Also hier habe ich so einen Doppelstecker von der Elektrik. Hier habe ich dann die Kühlbox angeschlossen. Die schließen wir direkt an auf die Batterie. Und hier oben habe ich nochmal so einen Stecker. Da sitzt dann noch der Samenkocher drin. Lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Das verdrahten wir alles neu. Dann kommt hier oben eine Lithiumbatterie rein, 100 Ampere. Diesen Ladebooster hier, dass wir den Spermatherm auch noch betreiben können. Also von der 52 AH Batterie rüsten wir hoch auf eine 100 Ampere Lithium. Das ist eine Vervierfachung der Kapazität. Vom Ladegerät her gehen wir hoch auf ein 20 Ampere Ladegerät. Das bringt dann vielleicht 19. Dass wir die Batterie in 5 Stunden hochkriegen, minus die Verbraucher, weil der Doktor lässt seinen Spermakühlerheizer permanent laufen. Die Kühlbox läuft permanent mit den Medikamenten drin. Dann von der Ladung her, wir haben innen drin ein 30 Ampere Relais als Trennrelais drin. Ja, das reicht früher, aber mit der intelligenten Kennlinie vom neuen Auto kommen wir da nirgends mehr hin. Also brauchen wir einen Ladebooster. Hier jetzt ein 30 Ampere, der bringt 30 Ampere aus der ersten Batterie, aber nur 25 in die Lithiumbatterie. Das Verhalten vom Tierarzt wird sich noch ändern. Er sagt, ich habe immer weniger Bauern mit mehr Kühen. Das heißt, ich stehe länger an einem Ort und fahre weniger dazwischen. Das heißt, wir haben noch eine andere Belastung. Dann habe ich gefragt, wie es aussieht mit dem Laptop-Versorgen, mit der Stromversorgung. Ja, das kommt. Punkt. Also, der nächste Schritt kommt. Wir werden in Zukunft auch in diesem Fahrzeug mehr Verbrauch haben, auch eine Handlampe oder sonst irgendwas, was man früher halt beim Kunden mit dem Stecker gemacht hat, hat man hier jetzt ein Ladegerät drin. Auch hinten habe ich eine zusätzliche Lampe, das ist nur ein LED, aber der Stromverbrauch wird hier im Auto gegenüber dem alten steigen. Und aus diesem Grund sind wir auch batterietechnisch jetzt am besseren Limit.
Das hier ist genau gleich wie im Camper. Ich habe vielleicht eine Kühlbox, ich habe irgendwo noch zwei, drei Verbraucher. Und die Technik ist die genau gleiche wie im Camper beim Boot. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.